Hallihallo und herzlich willkommen zurück beim Stream vom Football Manager 20. Pedro Silva ist verletzt, fehlt uns im nächsten drei Spielen. Dort, wo du nicht dabei sein konntest, war jetzt nämlich gerade ein Video rausgekommen. Ich wollte das lieber über den Chat fragen. Cards Against the Humanity. Liverpool schlägt. Mhm. Was? Cards Against the Humanity. War ne, ist nicht so mein Spiel. Vom Nevau. Schubert verabschiedet? Welcher Schubert? André Schubert. Mensch. Aber nie lange dort. So, verfügbare Spieler der ersten. Radarschlaf, nein. Ja. Xavier. Der Winter. Und wie fandst du? Soll ich den verpflichten? Außenverteidiger. Abfindung frei. Hat ein gutes Potenzial. Haben auf die Auswahlliste gesetzt. Jo. Ja, warte mal. Aue holt einen Punkt gegen Wiesbaden. Ah, gut. Hat mir viel geholfen. Ja, ich weiß, dass er nicht sofort einsetzbar ist. Das ist das große Problem eher bei mir. Eieieiei. Entschuldigt das. Flyer La Malena. So, Moritz Zimmermann. Ich hab noch vorher schnell im Offscreen habe ich den Moritz Zimmermann hochgezogen. Dass er Training mitmacht, aber für die Spiele der U19 verfügbar ist, weil er ja nicht registriert ist. Ist ja klar. Also wir spielen jetzt im Wochenrhythmus, im 3-Tage-Rhythmus. Nur englische Wochen. Mhm. Fünf Nachrichten wieder. So, Hertha dagegen. So, ne? Oder ey. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Collins? Nee. Hier wäre auch noch so einer. Und ich habe gerade so ein Problem gesehen hier. Entwickelt sich jemand? Nicht mehr. So. Da ja. Hab'n. So viel Geld für ihn ausgegeben. Wir müssen aufsteigen, vielleicht klappt das dann mal wieder. Und hab auch gelesen, der Herr Brunic würde doch gern zu uns wechseln. Gucken, was er da verhandelt bekommt. Also ich mache schon Planung für nächste Saison. Ich
da geht alles drauf. Alles was geht. Torhüter, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Eieiei. Jawohl, Punkt geholt, reicht mir zu, dass wir nicht absteigen. 13 Punkte Vorsprung. Noch 6 Spiele, alles gechillt. Das ist schön. Wir müssen, man wird in der Jugend, kann man sowieso nicht 2 Jahre am Stück Meister werden. Scouting Abteilung. Bosch, Torhüter. Oh gut, der wäre keine Soforthilfe. Alter. Läuft der Vertrag aus oder was? Ja, kann ich mir sowieso nicht leisten. Auswahlliste. So, Position. Und auslaufende Verträge. Ja, moin. Jetzt gehen wir gleich mal auf Linksverteidiger, da haben wir Wer war das? Das war nicht der, das war er. Jo, was war der hier? Noch eine Saison drauf? Ne, warte mal. Ist gut. Kein Geld dafür da, aber einfach abschließen die scheiß Dinger hier. Bonic verletzt. Welche Prellung. Guck mal, das ist das große Problem. Auf einmal, die Summe ist komplett gesunken. Auf einmal. Für jeden Verein aus der Bundesliga ein guter Spieler. Es wird schwer, den zu bekommen. Aber ich werde es trotzdem probieren, Bonic wieder zu bekommen. Und dafür Hauptmann. Ja. Don't judge me. Ich versuche Hauptmann für ihn einzusetzen, weil Hauptmann, fuck, die Fans mögen den schon, und der hat halt das, dieses Attribut, was wichtig ist, aber halt würde äußerst gerne zu unserem Verein stoßen. Das ist das Geile, die Meinung zu Dynamo hat sich geändert bei ihm. Ja, und Fans mögen auch Bonic, das ist das Gute. Das ist immer diese Dreiecks, diese Kuhhandel-Abkommen. Ich habe noch nicht mal den Hauptmann richtig bezahlt. Na, mal gucken. Also ich gehe davon aus, der steht auf der Liste schon beim Verkaufen. Der steht drauf beim Verkaufen und der wird das auf alle Fälle hinbekommen, verkauft zu werden. Ja, das sind die beiden, die ich verkaufen möchte. Ist ja auch noch verletzt. Wie lange noch? Daniel kann mal draußen bleiben. Obwohl, der muss ja spielen. Und der O. Und der Höfer.
nicht mehr so. Silber. Lazarett. Also wir werden hier ganz schön Kuhhandel betreiben im nächsten Transfersommer. Wird den Vorstand nicht freuen, wegen Abschiedskultur wieder. Ich werde mir also ja, keinen guten Namen machen, aber. Puh. Und somit mache ich auch keinen Plus beim Hauptmann, das ist auch das Gute. Also kriegt Köln wieder nicht. Also. Habe ich mir alles gedacht. Nehmen wir einen Trainingsbericht, alles gut. Hübner, egal. Können eigentlich alle spielen. Mir wurscht. Ne, können eigentlich nicht spielen. Morgen wieder. Die. Erst wenn sie wieder voll im Training sind, spielen die bei mir. Ui. Interesse von Bristol City bei Killmann. Da habe ich Obers gemacht. 5 Millionen gesetzt, obwohl er eine Ausstiegsklausel von 4,2 Millionen hat. Wenn ich den verkaufen kann, dann muss ich halt schon wieder einen Verteidiger kaufen. Ja. Auf geht's. Co-Trainer. Komm. Oh, was für ein Tor. Habe ich mir eigentlich schon einfach so gedacht, weil das sind die beiden Vereine, die seit 3 Jahren so gut. Was für ein geiles Tor. Die seit 3 Jahren so gut wirtschaften, dass die halt. Die drehen halt jeden Cent 4-mal um, bevor die den Spieler holen. Deshalb hat Dynamo jetzt auch nicht so gut dagestanden. Aue hat halt an den guten Spielern, die sie hatten, festgehalten noch. Und das war auch das Gute. Die wollten ja nicht mehr Geld haben. Die mussten keine neuen verpflichten, die noch mehr Geld haben. Ja, sorry. Oh, oh, schade. Kann ich ja nicht dafür, dass die Mannschaft aus dem Nichts einfach mal trifft. Da muss ich dir was sagen. Seit dem Spiel gegen Aue, denke ich mir, Alter, das Ding ist ein Selbstläufer. Auch ohne meine Kommentare spielt die Mannschaft und gewinnt. Without problems. Without big problems. Jetzt ist Vigas im Tor. Kann Pedro seine Serie fortführen. Aber wir sind seit 9 Spielen ungeschlagen. Also gut, ich sage das lieber nicht zu laut. Wir haben schon 2 Führungen auswärts aus der Hand gegeben. Darum habe ich jetzt wieder Angst. Okay. Erfordern bitte.
Jawohl. Und langes Eck. Boah. Oh, Pfosten. Ja, Führung. Nur eine. Ja, eine weitere diese Saison. Guck mal, ich drück nicht mehr so wie im Bekloppter hier auf meine Zurruftaste, wie in diesen ganzen anderen knappen Spielen. Bin schon etwas gechillter geworden Ende der Saison. Ich weiß jetzt, was meine Jungs drauf haben. Hoffe ich. Ja, Sandhausen, also es ist echt. Mit den Fans im Rücken Sandhausen auswärts ist halt echt. Boah, das war echt brutal. Ich könnte jetzt sogar Bröll spielen lassen mal. Das werde ich wohl auch machen lassen, aber nicht gegen Hertha. Oder vielleicht doch gegen Hertha. Nee, gegen Hertha. Boah, der Ferner. Jeremiev, langes Eck. Oh, zu langsam. Ah, Stürmer vielleicht noch. Die haben schon beide gelb. Krass. Habe ich mal nicht mitbekommen. Boah. Ui. Gut geklärt und. Ah, konnte nicht eingeleitet. Und jetzt Flanke rein. Oder geh. Barigini an den Pfosten. Ja, werde ich noch mehr rotieren als jetzt. Ich fange jetzt schon an zu rotieren. Ich weiß gerade nicht mehr. Naja, Chris Löwe angespannt und was auch immer. Ich fange jetzt schon an zu rotieren. Ich habe gegen Aue rotiert, ich habe vorm Spiel gegen Aue rotiert. Ich rotiere in diesem Spiel schon. Also außer Barigini, den müsste ich dann mal auswechseln. Ja, ich weiß. Und ich habe jetzt so ganz schön den Brecher. Na, ich möchte jetzt auch mal. Wo ist er? Yannick Müller öfter bringen. Oder Max Kilmen auch öfter bringen. Besorgt. Ja, egal. Eigentlich egal, aber naja. Bei der Yeboah, nachdem er zu mir gewechselt ist, hat wohl wirklich. Boah, hat wohl wirklich in Wolfsburg nur zweite Mannschaft gespielt. Ist jetzt schon eine ganze Million Euro wert. Darum haben sie auch die ganzen Angebote mit dem Geld abgelehnt. Der ist, sobald er zu mir gewechselt war, eine Mülle wert. Jawohl, da Ferner. Und jetzt D-Zug-Tempo. Langes Eck. Oder kurzes Eck. 9. Saisontor. Jeremiev. Das läuft. Und der Ferner läuft auch. Macht den Robotman. Nice. Du sagst kurzzeitig mal kurz. Mehr fordern. Angriff. Tor. Ey, das läuft einfach zu einfach. Ich brauche mich gar nicht als Trainer. Letzte Saison hatte Jeremiev 10 Tore. Wir sind jetzt am Spieltag 24, also oder 25. Da kannst du dir ausrechnen. Und diesmal habe ich auch viel mehr Saison als letztes Jahr. Und Punkte sowieso. So, Spielerwechsel, den können wir noch machen. Ja, wo ist Amini? Nur lange nicht mehr gespielt. Petak ist sowieso gesperrt. Und die kriegen das, diesen blöden Ball nicht ansatzweise in dieses Tor. Schicken. Donio. Tor. 6. Saison-Tor. Krass.
Ja, der wird im nächsten Spiel eigentlich gegen die Hertha wird er spielen. Ja, ich weiß. Aber der hat ja relativ oft gespielt dann. Der hat ja 3, 4 Spiele von Beginn an gemacht. Aber ich habe mal gesehen, wir haben dem versprochen, Stammspieler zu sein. War nicht so clever. Aber sonst hätte man vielleicht nicht bekommen. Naja. Kein guter Stammspieler. Oh, meine zu Null Serie. Meine zu Null Serie. Oh, ein Wiegers, gut. Ich habe auch geguckt, der einzige Grund, warum Pedro, also gut, der ist jetzt verletzt, nicht auf dem ersten Platz steht beim zu Null Spiele ist, weil Vigas hat auch 2 zu Null Spiele. Oh gut, wie du weißt, sag nicht. Ja gut. Freistoß. Vergeht wieder Zeit. Kannst abpfeifen. Willst du es wirklich noch machen? Ja. Danke. Ja, danke. Ja, ich weiß, dass ich irgendwann gerade war. Biene. Stimmung im Kader muss ja irgendwann besser werden. Errungenschaft on fire und Errungenschaft Bus geparkt. Warte mal. Reifere, naja, bla 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 bla. Gut in Form. Ferner gut in Form, ja. 10 Spiele in Folge. 1, 2, 3, 4, 5 Spiele in Folge ohne Gegentor. Wir haben den Bus geparkt. Nice. Das ist krass. Das ist zu krass. Ja, Sandhausen ist am letzten Spieltag ungefähr. Zehn Siege in Serie. Ich muss diese Euphorie mit in die erste Liga nehmen. Bestenfalls. Das stört jetzt nur noch, dieses ganze Simuliere. Wir sind jetzt im Februar, 1. März. Oh! Neue Jugendspieler kommen jetzt bald. Und ich hätte kein Geld dafür, für die. Mhm. Gehaltsbudget minus 1000. Ja. Geht. So. So, jetzt habe ich wieder 1000 Gehaltsbudget. So. Jetzt fahre ich nicht mehr gegen Minus. Ja, Topspiel, Mobspiel, was auch immer. Alter, hier, Oscar kriegt bei Shanghai SIPG 3 Millionen im Monat. Trainingsplan stellt neue Rekordsiege, 10 Siege zwischen 28. November. Neuer zweite Liga-Rekord. Oh. Abwehrrekord, 5 Spiele ohne Gegentor, neuer Mannschaftsrekord. 1, 2, 3, 4, 5 Spiele. Nach dem März ist eigentlich alles Geschichte. Nee, danke.
12 Nachrichten, ey. Finanzupdate, ja, minus 2 Millionen, weil Transfermonat, Februar. Mhm. Leistungsbeurteilung 1+. Das ist zwar wie das gesungen, aber wie ist exzellent. Usma. Usman Mane. Trifft die Scouting von Jan-Ore Büsik. Bisschen zu spät angefangen, ne? Ratschläge. Amini, jojo. Donio Ferrei, jawohl. Ich bin Favorit gegen die Hertha. Hm. Fuck! Mit einem Spiel kann ich einen Rekord brechen. So ein Druck, einen Vereinsrekord aufbauen. Ich bin 12 Punkte vor der Hertha. 20 Punkte, nee, das ist unwichtig. 16 Punkte vor Union Berlin. 10 Spiele sind noch. 10 Spiele, 30 Punkte noch zu vergeben. Ja, ich hab. Also jetzt habe ich eigentlich. Wir werden doch nicht rotieren gegen die Hertha. Wir werden erst gegen Würzburg rotieren. Jetzt möchte ich wirklich gegen die Hertha gewinnen. Fuck off. Glücklich, durchaus glücklich, begeistert, perfekt. 11 der Woche, Taferner, war mir klar. Tiefere Pressinglinie. Weint hier mit positiven Worten. Weint hier ist jetzt Trainer der Hertha, ne? Empfang. Ja, wir spielen über unsere Möglichkeiten, ja. Ganz sicher. Enrico Valentini, nein, danke. Mangue. Jetzt auf einmal findet ihr Spieler, die halbwegs gleichwertig sind mit Chris Löwe. Dann könnte man eigentlich verpflichten. Popov, nein. Spielt bei. Was macht ein Bulgare in Brasilien? Ja. Okay, Kräuter Fürth hat gewonnen. Sie setzen Dynamo unter Druck. Ingolstadt 6:2. Verfluchte Scheiße. Gegen Sandhausen. Okay. Okay. Aber ich schätze mal, die ersten beiden Plätze sind sicher. Die haben ja alle schon mindestens 4 Punkte Abstand zu Fürth gehabt. Komm. Go for it. Ich kann einen Rekord aufstellen. Oh fuck, jetzt, ich kann in der zweiten Saison einen Rekord aufstellen mit Siegesserie. Ich kann das erste Mal seit 1995 in die Bundesliga aufsteigen, das ist der andere Rekord. Hat so ein bisschen Liverpool-Verhältnisse hier. Karten. Das ist sogar Heimspiel, also wenn das Ding nicht ausverkauft ist, da frage ich mich sonst was. Eggestein, ja. Der ist schon mal leicht interessiert, das ist schön. Ha! Analyse anfordern, Maximilian Arnold. Hat noch kein Interesse, zurückzukehren an seine alte Wirkungsstätte. Sali Özcan. Warum hatte ich den gescoutet? Aha, okay, deshalb habe ich den gescoutet. Scouting fortsetzen. Salomon Kolou. Okay, ne, danke. Marius Hauptmann, den habe ich nur aus Spaß gescoutet. Ein bisschen was zu tun. Per Koppmeier. In eine Liste vieler Spieler.
Cortin, Innenverteidiger. Okay, könnte man. Ah, für die U19 ist er zu alt. Bonic spielt. Und das Ding ist ausverkauft. Bis auf den letzten Platz. Mich verarschen hier. Bonic spielt. Verflucht nochmal. So. Das ist die Top 11. Fuck off, Killman, ja. Du kommst hier rein für den. Dann wirst du eingewechselt irgendwann. Konter gegen Passing. Ja. Fein. Ja, das. Standard-Pressing-Linie. Ja, das ist eigentlich. Zum Spiel. Boah, ich kann den Rekord, Vereinsrekord aufstellen. Ist das nice. Alter, was ist denn das hier für Möglichkeiten? Jetzt ist der Druck da. Piątek hat bisher überragend geknipst. Ja, ist auch ein Erstligaspiel. Haben Sie einen Plan hier? Wir werden es wohl gleich herausfinden. So, gleich spielen. Gegenanweisung. Piątek, perfekt. Das können wir auch machen. So, Arne Meyer, den will ich eigentlich haben. Auf dem schwachen Fuß Darida. Das gleiche. Ich spiele mit Fünferkette. Alter, mit wem? Spiel mit zwei Stürmern und noch fünfer Abwehrkette. Das ist Weinzierl-Taktik. Also die machen es ziemlich breit. Und da sehen wir schon. Ich dachte schon, ich habe einen Ball. Bekim Kastrati oder ist es der andere Kastrati? Der in der Jugend. Pause? Kastrati? Ah, das ist der aus der Jugend. Auch aus der Jugend. Ja, haben wir gleich gescoutet hier. Jetzt ist der Druck da. Ja, dieser Flug. Mehr fordern, Jungs! Jawohl, dazwischen gegangen, Ferrei. Perfektes Ding. Genauso unter Druck wollte ich sie setzen. Ball auf Jeremiev, was für ein cooler Ball. Abseits, ne? Ja. Was für ein cooler Ball von Jeremiev. Komm, mehr fordern, Leute, ihr packt das. Ja, Mann. Nein, ja, wir sollten in der Lage sein, hier lieber. Ja. Perfekt. Mehr fordern. Weil das war nämlich kein Highlight. Aber jetzt vielleicht. Das Ding. Oh, an die Latte. Abschluss für die Hertha. Komm. Oh, ich bin jetzt wieder nervös wie beim ersten Spiel mit der Mannschaft. Oh, fuck it. Schieß. Oh, Bonic. Hallo, Keno3. Herzlich willkommen im Stream. Es geht hier um Aufstieg und um Rekorde. Go for it. Elas, Mai. Ganz entspannt. Gibt den Ball rüber. Donjo. Ja, auf Löwe. Gibt wieder auf Donjo. Ach ne, auf Bonic. Ja, schöne Doppelpässe. Der ist nicht schwer verletzt. Der ist nur angeschlagen. Der hat eine Prellung.
Freischuss für die Hertha. Abwehr. Jetzt ist er vielleicht verletzt, naja. Hab doch Ersatz mit. Notfallkoffer ist gepackt gewesen. Jeboa ist da. Mehr fordern. Jawohl, Donio. Sag nicht, nicht der Videoassistent, sag nicht. Oh. Oh, Kubakio ist schnell. Oh, Glanzparade von Vegas. Ja, weil Silva verletzt ist. Kann doch nichts dafür. Und jetzt Konter. Jetzt läuft die Maschinerie nicht. Wieder hinten. Das kann so nicht wahr sein. Das kann wohl nicht wahr, Steiner. So. Ja, den sollte angehen. Den sollte auch angehen. Den sollte er eigentlich nie angehen. Wegen den Lücken hier. Jawohl. Und jetzt geh ab. Ach, Donio. Komm, du bist doch schnell. Lauf einfach über den halben Platz, wie bei FIFA. Boah, ist da Platz da. Okay, gib lieber zurück. Du hast den direkten Weg zum Tor. Okay, Jahrstein fängt das Ding einfach. Ganz entspannt. Mehr fordern. Komm, ich will hier gewinnen. Nichts als der Sieg zählt. Oh, nochmal, ja, jawohl, Fehler. Oh, Ertrag, Bonic. Verstehen sich perfekt. Oh. Vegas! Ist er da? Und schnell fortgesetzt. Ins Nichts. Na gut, da können wir wenigstens wechseln. Ne, wir können ihn wechseln. Okay. Genau darum sollte man die Rune hier auch Stein pressen. Oh! Schade! Auf geht's, weiter geht's. Komm. Okay, das war nichts. Jelos, ja, du bist. Ja. Genau deshalb solltet ihr. Boah, Klick haben wir so gute. Ambrose, komm. Was sagt der Videoassistent? Eieiei. Sechster Elfmeter in der Saison. Ach, guck mal. Das sind kleine Bilder. Ist das Sancho? Das sind echt kleine Bilder von der Bundesliga. Das ist Aguero. Elfmeter! Was gibt der Schiedsrichter für eine Karte? Das war eine klare Torchance. Was gibt er für diese brutale Aktion? Gelb, okay. Ambrose. Gegen Rune Jahrstein. Yes, man! Chakalaka! Er braucht nicht viele Minuten. Auch wenn es nur ein Elfmeter war. Ganz sicher. Untere Ecke geschoben. Musst dich nicht sorgen. Die Russen kommt rein. Jawohl, Jeboa. Oh, Vegas. Alle le bleu, alle le bleu. Alle konzentriert. Perfekt. Wen hat er reingebracht? Sam Maricic.
Godarde kommt rein. Ohne zweite gelbe Karte in der Saison im 25. Spiel. Höver. Ja. Ecke für die Hertha. Der geht aus. Ja! 5 Minuten Nachspielzeit. Oh Mann, und er hat schon 20 Sekunden wieder von der Ruhe genommen. 30 Sekunden. Ist das schön. Jeboa nimmt das Ding. Ja, bekommen wir den Ball sogar. Ich hab schön auf Zeitspiel. Ja Mann. Gelbe Karte zu Saar. Du wirst vielleicht nicht für mich spielen, hast du gesagt. Jawohl, die Ecke rausgeholt, alles perfekt, es läuft für uns. Läuft für uns, 2:1 Sieg gegen Hertha vielleicht? Fragezeichen. Ambrose, oh. Ferrei. Ehlers, nicht verlieren. Mann, hab's dir doch gerade noch gesagt, komm. Pfeift das Ding ab. Schiri, pfeift das Ding ab. Rekord! Rekord! Ja! Yes, man! Chaka! Alle sind von dem Remis ausgegangen. Ja, Mann! Leidenschaftlich. Gib mal einen Co-Trainer. Ja! Na gut, 6,9 ist in diesem Spiel die beste Note. Und der Spieler des Spiels... In der 6,9. Ja gut, 3 Tage Knöchelbrüllung, alles Iro. Aue holt einen Punkt gegen Pauli. Auch wichtig. Ja, könnte ich. Ah, ist mir jetzt... Marco hat angedeutet, die Selbstgefälligkeit sei ein Grund für die... Aha. Und impliziert, dass dasselbe für eine ganze Reihe ihrer jüngsten Gegner zutrifft. Kann man sagen, die Gegner hätten sie bei ihrem zuletzt überraschend guten Lauf über die gesamte Saison nicht ernst genommen? Nicht, dass ich... Bestimmt. Ich kann jetzt gar nicht leiden. Ja. Jawohl, genau das. ja, Mann! Oh, krass. Oh, Mann, hätte ich eine Facecam über beide Ohren. Das Strahlen im Gesicht. Aber ich habe eher lieber Petrak hinten, weil der ist schneller als beide Innenverteidiger zusammen. Alter. Geil, oh. Das läuft einfach wie geschnitten Brot gerade. Wenn die Transferphase denn immer auch so entspannt verlaufen könnte wie jetzt, die Spiele, ich wäre viel entspannter. Ja, so in etwa. Oh Mann! Ist das herrlich! Und wir spielen schon wieder eine Stunde. Gleich. Ja, wie sitzt du denn da? Da. Alten Fürsterei, jawohl, lassen auch Punkte. Stellt neue Sieg, neuen Rekord auf, okay. Stellt neuen Abwehrrekord auf. Okay, das kommt jetzt jeden Tag.
jede Nachricht. Um 8 Uhr kommt nicht an Nachrichten. Am Sonntag haben wir das nächste Spiel. Ja, don't give a fuck, ne? Jo. Nein, ist gut. Es wird höchstwahrscheinlich ein Ausverkauf stattfinden meiner Mannschaft, wenn das so weitergeht. Alle Ausstiegsklauseln gezogen. 10 Mille für den bezahlt, 8 Mille für den. Ich bade dann zwar um Geld, aber habe keine Mannschaft. Spielt alle über euren Möglichkeiten. Aber das nur durch den Trainer, glaube ich. Nee. Das wäre zu hoch gegriffen. Jungnickel Juvara. Oh. Oh. Das ist 19, Alter. Mason Mount. Ja. Das wäre der perfekte Bonus-Ersatz gewesen. Hätten wir die eher verpflichtet. Pessimismus mal. Mal gucken. Macht das schon. Vielleicht kann ich ein bisschen Kohle kassieren durch den. Über den. Angel Gomez. Musa Petta. So. Tribuzzi. Flügelspieler ist interessiert. Ja, danke. Die Handel. Oh. Hey, 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 Clemens ist die Macht, er holt sich die zweite Liga Meister, das wäre doch gelacht. Hey, hey, hey. Nur Fürth holt Punkte. Das ist halt nicht so schön. Jetzt hab ich keine 20 Punkte mehr Vorsprung offen. Sind 18 Punkte in 9 Spielen. Kann man verspielen, wenn man Dortmund als Partner hat. Am 29. Spieltag. 9,55. What the fuck? Ey, los, fuck, du machst dich teuer ohne Ende. Ja, ich werde es rotieren. Es fuck. Ey, wo ist Elos hin? So. Ich war. Danke. Plot Twist, Dortmund ist mein Partner. Ah. Und wenn man jetzt anfängt zu rotieren, aber. Nein, das mache ich jetzt nicht. Du wirst jetzt, der wird jetzt zwar spielen. Der Herr Wahlquist. Parigini wird ausgewechselt. So nämlich. Der Ferner. Boa. Ambrose von Beginn. Kilman. Ja, mir egal. Ich
Mann. Niklas Kreuzer muss noch mal spielen. Kevin Broll. Ach komm, don't give a fuck. Weil er jetzt schon dreimal eine Vertragsverlängerung gefordert hat. Irgendwann muss ich das ja machen. Okay. Tomasz Marek. Marek. Wieder einen Punkt geholt. 13 Punkte bei noch 5 Spielen. Ja, meine Finanzen gehen sowas von dem Bach runter. Nix Transferbudget. Null. Nada, niente, nichts. Hat ja auch keiner damit gerechnet, dass ich aufsteigen werde. Das Ziel ist oberes Tabellenmittelfeld. Okay. Okay, Hertha. Die versuchen Aue zu helfen sogar. Und was mache ich? Ich spiele zum Glück gegen Deunten. Pauli. Ja, Mittelfeld. Und Aue hilft Dynamo. Herrlich, herrlich. Donio verletzt. Ja, habe ich mir doch gedacht. Darum sitzt er schon auf der Bank. Wollen wir noch mal kurz auf meine Finanzen gucken? Die sehen nicht rosig aus. Die sehen alles andere als rosig aus. Ich habe nämlich Transferbudget von 800 Euro. Also, und trotzdem habe ich verbindliche Ausgaben nächste Saison. Aktuelle Ausgaben bin ich genau 1000 Euro nimm drüber. Ja, im Aufstieg wären sie erst sehr rosig, aber hier Ausgaben. Ui! Diesen Monat, letzten Monat, die Saison. Ich hab schon fast. Bei Aufstieg! Wieso ist der Saisonetat? In dieser Saison so. Budgetanpassung. Scouting fortsetzen, auf Auswahlliste setzen. Föhrenbach. Nein, danke. Svilar. Der ist auch nicht so teuer. Turati. Als zweiten Torhüter. Nee, falsch. Stefano Turati. Ja, als Ersatztorhüter, perfekt. Ach Gott. Ich kann das denn nicht? 4 Jahre, immer 4 Jahre. Betrachtliches Honorar. Auflauf und Gegentor. Hoffentlich mache ich hier nicht falsch. Okay, okay. 28, oh jawohl. 28 Millionen, das ist perfekt. Da gehe ich mit. Mit. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das habe ich sowieso gehabt so.
4 Jahre perfekt. Im 19-jährigen Duell. Wer ist so ein Sandro Tonali? Hand eingehauen. Das wird auf Null fahren. Gewinn und Verlust. Ja, wenn diese scheiß Ladezeit zu Ende ist. Ach, das war Torati und nicht Tonali. Also, für das Test. Aha. Lass hier rum. Ja. Nö. Ach, ich spiele schon wieder. Ach, diese englischen Wochen machen mich verrückt. So, Petrak ist noch mit dabei. Elas, das. Ja. Also 2, 3, 4 Stammspieler sind dabei. Das müsste ja reichen. Ja, ich weiß. Der war wesentlich günstiger. Auf geht's. Proll spielt das erste Spiel in dieser Saison. Er soll halt auch zum Aufstiegskader gehören und da muss jeder ein Spiel gespielt haben. Hoffe, er verletzt sich nicht. Also ich will nicht wissen, am Ende der Saison kann man ja sehen, wie viele Spieler man eingesetzt hat. Das werden unfassbar viele sein bei mir. Oh. Kielwetter. Oh je, boah, Freistoß. Oh, gegen die Mauer. Nee, hat er noch nicht. Nur in Testspielen. Oh, schade. Hat wirklich nur in Testspielen gespielt, Proll. Die anderen Spiele hat alle Vegas gemacht. Videoassistent, ey, 11 Meter. Das müsste ja rot geben. Ist gelb? Klare Torschance. Ambrose Tor, fertig. 8. Saisontor. Ja, ist da. Aber wenn der Videoassistent das sagt, dann stimmt das ja auch. Es war, glaube ich, mein 7. Elfmeter die Saison und nur einen habe ich verschossen. Den Rest habe ich im Pokal verschossen. Rekordausbau, ich hoffe doch. Nervös, Terry Ambrose, du hast ein Tor geschossen, warum bist du nervös? Terrier, was sind sie nervös denn? Ich spiele mit einer komplett uneingespielten Mannschaft. Die sind nur an die Taktik gewöhnt. Nur die Verteidigung ist halbwegs eingespielt. Offensive ist komplett neu. Boah. Defensive ist halt, boah, ungeordnet. Auch noch.
Also mehr als dieses Rotieren geht ja fast schon nicht. Wow! Tor, da ferner. Was? Was geht denn hier ab? Regisseur. Ja gut. Kann ich ihn nochmal angucken, ne? Boah, der erste Ball schon drin. Hintertorkamera. TV. Gut. Ja, der die. Okay, 50 gelbe Karte. Alter, du bist. Du spielst nur die Hälfte der Spiele und hast jetzt schon 5 wieder. Naja, der kann LV auch lernen, tut das nicht. Dieses enge. Schön voll, schön Zeit gespielt. Aber auch mein Spieler, don't give a fuck. Hammer Zeit. Schwarz-Gelb ist an der Macht. Und solange das der Fall ist, ist alles in Ordnung. Oh, boah, ich dachte, der ist drin. Da hätten sie gejubelt. Gejubelt hätten sie da. Kann ich mir sparen, die Ansage. Jo. Fokus nicht verlieren. Komm, jetzt ohne große Highlights zu Ende Ding. How many eingewechselte Spieler do you have? Ja. Oh, einen eigenen 16er verliert man den Ball nicht. Probieren mal vertikaler zu gestalten das Spiel. Einfach mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Oh, Ambrose. Doch auswechseln sollen. Oh, da ist er da, der Poll. Alexander Jeremiev. Kommt ins Spiel. Er hat die gelbe Karte bekommt der Ferner? Nee, Sondheimer. Mehr fordern. Alter. Sicher. Hm.
Boah, da ist er da, Broll. Conrado lässt sich Zeit. Man kann auch solche Spiele gewinnen. Ja, möchte ich. Ja, ich werde aber eher bei Lando Norris wieder reingucken. Bei Lando. Das ist so geil, wenn der das quatscht. Nebenbei beim Rennen. Vollkommen gelassen die Mannschaft. Naja. Und durch das Ding. Danke für ein Foto, Brian. X Brian BT. 5 away 07. Ich. Aha, okay. Mal, mal schauen, wie es wird. Jo, 12. Sieg in Serie. Gefühl wachsen, durchaus Meister werden kann, auch wenn der Verein vor der Saison nirgendwo als Titelkandidat genannt wurde. 54 Tore in 26 Spielen. Ja, moin. Ja, moin. Hölle, was ist diesmal 1 gegen 1 Turnieren? Ja, gegen wen? Hm. Ah, mal gucken. Ich werde reinschauen. Wenn es mir nicht gefällt, dann schalte ich halt wieder ab. Ah, hier. F1 ist ja auch davon. Von der Formel 1 ist ja auch Virtual GP. Guck mal. Aha. Virtual GP ist ja auch geil. Die Leclerc-Brüder fahren für Ferrari, Lando und Jensen Button. Für McLaren. Russell und Latifi für Williams. Albon und Ben Stokes. Der Cricket World Cup Winner. So, was waren hier? Void Arena? Ja, ja. Heidenheim, ja, ja. Atalanta Bergamo. Okay, zur Kenntnis nehmen. Training. Kilmin hat das ja akzeptiert, seine Strafe. Jo. Racing Point fährt Anthony Davidson und Jimmy Broadband. Schon wieder der. Alpha Tauri Luca Salvadori, Motorcycle Racer und Nunzio Todisco, Content Creator. Luis Deletras für Haas mit Pietro Fittipaldi. Antonio Giovinazzi und Johnny Herbert für Alfa Romeo, der ehemalige Formel 1 Race Winner. Alter, stellt neuen Rekord auf. Ja, moin. Für Renault Christian Lundgaard und André Heimgartner. Stoffel van Dorn und Esteban Gutierrez. Wieder für Mercedes. Ja, ich weiß. Oh, der fährt nie diesmal mit. Moin, Leute. Scheiß HFC. Hier wird nicht beleidigt. Halle ist doch hier gar nicht dabei. Also, zumindest nicht in meiner Liga. Meinung zum HFC. Ah, sorry, habe ich dich überlesen. Naja. Ich kenne die ja nur aus den sogenannten Derbys in Anführungsstrichen, die es damals in der dritten Liga gab. Stehen die aktuell da? Wüsste ich jetzt gar nicht auf dem Anhieb. Auf Anhieb, dritte Liga. Die waren doch. Ja. Gut gestartet und stark nachgelassen. Das ist Halle, ja.
kenne noch andere HFCs. Hoyerswerda Fußballclub. Habe ich auch noch um die Ecke. Fabio Carvalho. Also, das habe ich auch noch um die Ecke. Luca Zidane, zweifelhaft. Yo Daiola, Mittelfeldspieler, extrem interessiert. Okay. Ja, so meine Meinung. Ich habe keine richtige Meinung. Ich bin in meinem kleinen Fußballkreis. Es dreht sich um wenige Vereine bei mir. 15 Punkte Vorsprung. In 3 Spieltagen 20 Punkte Vorsprung. In 2 Spieltagen könnte ich aufgestiegen sein, sicher. Und in 3 Spieltagen könnte ich die Meisterschaft perfekt machen. Wenn ich alle Spiele gewinne. Das ist noch. Sorry, dass ich nicht so. Ich glaube, deine Erwartungen nie erfüllt habe. Moin, Leute. Ja, gleich sofort. So, Hallescher FC, die spielen oben mit, aber haben halt schon 7 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Ich denke mal, der KS, der FC, erste FCK, die werden das hier gut regeln. Die haben 14 Punkte Vorsprung auf die Münchner Löwen und 16 Punkte Vorsprung bei noch 9 zu spielenden Spielen auf Nürnberg. Also es müsste gut klappen. Oh, HFC, uiuiui, die haben aber auch nachgelassen, haben eine nicht 5 Spiele nicht gewonnen. Zwickau ist leider hier unten mit dabei. Haben so eine ähnliche Serie, bloß ein bisschen länger. Ja, die steigen wohl. Oh, ja, also die Bayerns zweite, die haben ja riesen Abgänge zu verzeichnen gehabt. Ja, Sabitzing und Sven Ulreich, also da kommt nicht nach. Hä? Warum zählt das als... Na gut, Ballas wird dort vielleicht als Zugang gewertet. Bei Bayerns Zweiter steigt er als Aufsteiger in die Bundesliga, geht er zum Absteiger in die Regionalliga. Aleix Moriba. Ja. Ah. Nächste Möglichkeit. Nö. Nope. Abbrechen. Benamer. Nee. Maggiore. Doch wieder. Du hast halt die vorgezogen. Ich hätte dich gern gehabt. Was? Vermeldet. Alter. Habe ich vermeidet. What the fuck? Leon Seidel, okay. Was für ein fucking Potenzial. Mittelfeld links. Okay, bis hier können wir alle verpflichten. Torhüter, perfekt. Fortfahren. Oh, gut. Neunzehn wird das spielen. Abgelehnt, weil 5k Gehalt. Naja. Hab ja kein Geld. Vorsichtig. Mhm.
Ja, ich wüsste das nicht, wollte ich da sowieso loswerden. Ja, will ich ja. Ich wollte mal bloß gucken, ob das der Minge hinbekommt. Und Kilman wird wohl gehen. Was ich schon erwartet habe. Darum habe ich das auf 5 Millionen gesetzt. Laplace-Palette. Ich bin dann sofort wieder an die Studienzeit, an das Studium erinnert. Das ist schön. Ein Studium erinnern. Ah. Immer diese wunderschönen Leute. Habt ihr irgendwelche Themen für mich, die ich mal besprechen soll? Irgendwas. Nennt mir leichte Themen. Immerhin kann sich der Elos leichte Themen Zuckerwatte. Eieiei. Zu Weihnachten, auf Weihnachtsmärkten und Rummel. Okay. Ansonsten im Jahr eigentlich. No go. Meine Meinung. Meine Meinung. Lotomba. Kann auf beiden Seiten eingesetzt werden. Ich brauche ich. Auch nicht für den Preis. Salvador, Ibain. Ibain. Naja, bis jetzt. Ich habe bis jetzt noch nicht so viele Netflix-Serien geschaut. Also, welche ich empfehlen kann, ist halt wirklich The English Game. Das muss man halt. Ja. Ein bisschen aufpassen. Mit der Reihenfolge dieser Folgen baut halt, es baut jeder auf der nächsten auf. Aber man muss aufpassen, da die, das von der Zeit ist das wild durcheinander gewürfelt, gefühlt. Dann habe ich, also Sex Education habe ich geschaut, fand ich richtig cool. Und was ich letzte Woche mal gesehen habe, die Santa Clarita Diet. Finde ich ganz cool, sollte man. Okay, Leistungszerrung, Physio. Sollte man. Nicht nebenbei essen. Oh, Altigan wollte ich nochmal spielen lassen. Also das sind so, was ich aktuell empfehlen kann. Ich will mal anfangen, die Formel 1-Serie zu schauen. Muss ich erstmal Zeit dafür finden. Aber ich habe erstmal die Woche eigentlich was gesucht gehabt. Oh, Schalke gewinnt gegen Chelsea. Hat eigentlich irgendwas gesucht, wo Fußball mit dabei ist. Nicht bloß hier im Football Manager. Aber English Game war halt so schnell vorbei. Leider. Habe ich an 2 Tagen durchgeschaut, die 5 oder 6 Folgen. Ja. Venezuela, Unai, Venezuela. Ja, ich muss halt verletzungsbedingt auf diesen netten Herrn verzichten. So. Erneut auf meine Auswahlliste. So, probieren wir es mal mit dem. Oh.
Hat das wieder nie geordnet. Was ist denn der hier mittendrin? Oder, ach, hier ist der Anzeigefehler. Du. Ja, muss ich mir merken. Nur noch dieser Herr. Und er möchte ja bestimmt immer noch nicht. Nö. Boom, Louis Bayer. Okay, an Ludwig. Nuts County. Nix. Ja, ist aber auch nicht. Ach, ich hab doch keine Sorgen verhalten wegen Pariginis Verletzung. Ich hab doch Ersatz da. Übelst Ersatz. Fortfahren. Hab ich ja geschaut schon. Weil ich keine 800 Euro vom Transferbudget abgezogen werden kann. Weil 39.000 über. Oh. Hm. Aber heute mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also. Klingenburg habe ich immer noch 2 Jahre an der Backe. Ey. Aber wenn ich mal kurz in die Mannschaft in die erste hochziehe. Ist ja wieder viel mehr wert. Das mache ich dann so. Und dann müsste ja die zweite Mannschaft dann wirklich mal in der Liga spielen. Boah, die 3 Spiele noch, dann ist sicher alles unter Dach und Fach. Möglicherweise, wirklich sportliche Entscheidung, möglicherweise nur ein Sieg bis zum Aufstieg. Es kommt keine Anweisung mehr. Wir können vielleicht aufsteigen. Haben Sie schon geplant? Haben Sie schon gebucht? Haben Sie schon das gebucht? Ist das Rad, ist der Rasenplatz schon gebucht? Kann man das und das schon machen? Und unsere U19 siegt! Ist der Klassenerhalt sicher? 13 Punkte bei noch 4 ausstehenden Spielen. Jo, ist sicher. Und Karl Heinz hat getroffen. Oh, dann ist bald wieder Länderspielpause. Also Union und Hertha, die, bitte verkackt's einfach. Je eher, desto besser. 14, 7 und 9. Okay, sorry. Fortfahren. Daniel spielt auch eine klasse Saison, würde ich sagen.
Ich gehe nach dem Aufstieg in Urlaub. Sollen die machen, was sie wollen? Kirsse. Falsche Seite, Junge. Komplett falsche Seite. Oh. Bremen verliert. Union Berlin verliert. Also entweder wollen die mir das wirklich zu einfach machen. Union Berlin verliert. Fürth. Die haben wohl gewonnen.
Gelbe Karte für Radus. Jetzt haben sie das Spiel breiter gemacht. Ja, vorne. Genau, liegen für uns da. Oh. Anschauen. Jeremie wird wohl wieder bei Zentrum stehen bleiben, wenn ich ihn jedes Mal hier in der harten Minute hier auswechsle. Oh! Weiter geht's. Komm, das Ding können wir noch reißen. Genau. Ach, da wenn wir jetzt zu null spielen. Ich will die Siegesserie. Alter. Defensiv, oder? Ja, irgendwann muss halt wieder eine Niederlage kommen, ne? Habe ich so das Gefühl. Wieso sind die nur noch? Also wir werden das erst. Was ist denn hier los? Wenn wir nicht gewinnen? Was ist denn das, was wir gerade machen? Was? Die Fans sind doch. Die wissen doch gar nicht, was sie machen sollen. Was denn? So. Boah, Leute. Was ist denn hier los? Also, wie nennt sich dieses Ergebnis? Was ist, das ist nie gewinnen, weil wir haben kein Tor geschossen. Was ist das? Was ist dieses 0-0? Wir haben doch sonst immer so lange gespielt, bis Dynamo gewonnen hat. Was war das? Ende der Saison steht kurz bevor, das Team liegt nach 70 Punkten auf 7 auf Platz 1. Aber 13 Spiele ungeschlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele in Folge zu 0. 8 Spiele fucking in Folge zu 0. Hehehehe
Naja, Siegesserie aufgestellt von 12 Spielen. Das macht mir bis nächstes Jahr keiner mehr nach. Elf Nachrichten. Minge freut sich. Pedro steckt uns Training ein. Schön. Dietz. Justin Wolf. Okay, nice. Akzeptieren beide ihre Strafen, gibt wieder Geld in die Mannschaftskasse. Ach, ist das hübsch. Fuck. Ach, der Vorstand doch nicht mehr so zufrieden mit mir im Geldumgang. Bayern aktuell Tabellenführer vor Dortmund, das ist sicher. Ist nicht so ganz sicher. Das ist ganz sicher. Das ist okay. Jo. San Andrea. Hey, moin. Herzlich willkommen zurück. Du bist immer noch weniger. Hast du lange nicht mehr trainiert? Podjeske Derby. Okay. Viele Zuschauer werden erwartet. Okay. Ja. Oh. Nächster Rekord. Muss ohne Gegentor bleiben. Punkterekord liegt bei 76. Okay. Ja, erstmal gut das Jugendspiel. Verdammt, ich kann zwei Rekorde aufstellen noch die Saison. Jawohl. Hat einen halben Stern wieder freigeschalten. Nice. Perfekt. Der Aufstieg ist in greifbarer Nähe. Toni, was sagst du dazu? Ah, oh, nice. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Jeremie verletzt, okay. Amini erleidet Krankheit. Da werbe ich einen Verein sonst. Kräuter Fürth muss patzen. Kenneth Taylor. Perfekte Position. Links war Zeit. Okay, Hertha hat gepatzt. 12 Punkte Vorsprung. Fürth hat leider nicht gepatzt. Dafür Bremen ist jetzt unten in der Abstiegsrudel mit dabei. Bielefeld gewinnt, also muss Aue jetzt auch gewinnen. Okay. Ich habe einen Playoff-Platz sicher.
Jetzt schon. 7 Spieltage vor Ende. Alter. Anstoß. Guck ich mir mal in Ruhe an. Viele Spieler meiner ersten. Roll, Wildquist, Oliveira, oder? Königsdorfer. Nee, nicht Königsdorfer. Ambrose. Naja. Oder ist das der Spieler, der? Nee, das ist der Wiener. Hm. Ja, genau, die ich nicht spielen lassen wollte. Perfekt. Perry Bräutigam. Wilhelm. So. Boah. Mamini wollte auch immer spielen. Auch verletzt. Okay. Mögliche Fußverletzung. Haha, abseits, okay. Interessantes Spiel. Zwischen der Jugend und der Jugend. Kwiatkowski. Nice. Aber wieso gibt es hier so viele Highlights? Boah, boah. Und leider Konter. Und Bastian Dankert pfeift das Spiel. Okay, gut gehalten von Broll. Schneller, das nehme ich dann gleich wieder runter. Das haben wir ja nie fertig. Boah. Zwei Minuten Nachspielzeit. Und immer noch knapp 5. Hier passiert viel. Tor. Nee. Gut gehalten vom Torwart. Ob sie es auch in der zweiten Halbzeit halten können. Merk raus. Ja, rechter Verteidiger, ganz wichtig. Braucht man auch. Zwei Arm.
Hey, hey, interessantes Spiel. Habe ich mir letztes Jahr, glaube ich, mehr Zeit dafür genommen. Ich will halt auch aufsteigen. So. So, die letzten 15 Minuten. Wird von Nünnlös. Okay, der Wiener macht das Ding. Ja, die wollen gleich weitermachen, die Jugendspielerkandidaten. Die sind da zuversichtlich. Ah, Pedro? Der ist eingewechselt. Ja, der wurde eingewechselt, um Spielpraxis zu bekommen. Komm, pfeif ab, Schiri. Ballas, ey. Bloß weil du zu den Bayern gehst. Meine Güte. Muss ich hier am Zaum halten, hier meine Jugendspieler hier kaputt machen, kaputt treten. Hat das jetzt funktioniert? Ja. Außenverteidiger wichtig. Oh, hier sind es dann 4 Spieler. 5, 6, 6. Pellegrino. Wäre für später vielleicht mal was. Daniel Maldini. Alter. Ja. Oh. Hab das letzte Spiel nicht gegen die gewonnen. Was denn du? Alter. So.
Auf geht's. Ins entscheidende Spiel. So, diesmal bleibt ihr gefälligst dran. So. Toni, was sagst du voraus für dieses Spiel? Die haben Sandro Sirigu und Šušek, Tomáš Šušek, sowie den Herrn Kučke. Wird es ganz interessant. 0-1. Okay. Also du möchtest diese Null-Serie halten. Wie ich. Oh! Nein! Oh, schade. Da wäre schon fast gewesen, das Tor. Nervös Löwe. Was ist denn mit dem los, mit dem Typen? So viel Erfahrung. So nervös. Oh. Jawohl, schöner Ball. Ferrari, komm. Spielen gut mit, die Jungs. Nein! Nein! Alter, was ist denn hier los? Scheiß Spielaufbau durch die Mitte. Das erste Gegentor nach zu vielen Spielen. Oh. Und die kommen hier rein ins Spiel. Irgendwas läuft hier gerade falsch wieder. Die haben zu viel auf die Presse gehört. Somit ist die zu Null Serie Geschichte leider. Jawohl! So macht man Tore. Torhüter unter Druck setzen. Löwe ist komplett nervös, also. Oh. Schönes Ding. Duseltore, ja komm, muss ein Torhüter halt auch mal unter Druck setzen. Die wird nicht geschenkt.
Halbzeit. Also Jeboah auf rechts bringt nichts, Jeboah auf links bringt viel. Abseits, ey, der kommt aber ganz schön spät. Die Fähne, die Fahnen. Ja komm. Och man, nimm doch diesen scheiß Ball an. Untitsch, die kommen wieder von hinten raus, oder? Oh, gut gemacht. Hol ich den. Kutschke ist groß, pass doch auf. Gut, Chris Löwe wollte sich endlich mal sperren lassen. Da ferner habe ich den mit. Da kann ich nämlich so machen. Bin auf der Seite mehr. Geht mal jemand hin? Vielleicht? Ja, lasst Abstand. Sicherheitsabstand. Ist besser. Also komm. Wird wohl nicht mehr, ja. Altigan! Was für eine Einwechslung! Und es gibt Abseits mal wieder. Naja. Oh Mann, zu früh gefreut. Tor aberkannt. Naja. Zu schön, um Bord zu sein. Mit dem Angriff pfeift er ab. Rotz. Fünf Null für Aue. What the fuck? Und irgendwie wieder mit unten reingezogen. Clever gemacht. Wieder die schlechte Phase wie in der Hinrunde. Scheiße.
Nee, 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 nee. Leider nicht. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen zum Titel. Vollzeitvertrag anbieten. Bin eine ganz Rene. Bin noch ganz Rene. Wie viel Kohle habe ich denn hier? Nice, see nice. Mhm. Englische Woche dann endlich zu Ende. Ja, 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 ja. Oh. Ui. Okay. Jetzt wurde meine Taktik wieder zurückgesetzt. Mal gucken, ob das so besser wird. Wieso spielt ein Burnic gerade für einen Rotz zusammen? Leuchtet er nicht mehr? Pfarrei, du bist doch schon krank. Oh. Du bist doch schon verletzt. Bist du noch krank? Ja komm, ach ne, Ferrari wollen wir. Farigini. Das ist Corona, was? Oh, Alter. Walter Washington. Zur Kenntnis nehmen. Beschusskraft.
Ah, naja, Corona. Witzbold. Hat Hertha gerade gewonnen oder verloren? Das wurde zu schnell weitergetippt. Hertha hat gewonnen. Gegen Bielefeld, gut für Aue. Fürth hat auch gewonnen. Wichtiges Spiel. Slomka beim ersten FC Magdeburg entlassen. Und jetzt Steuernagel, Flüttmann und Adi Hütter im Gespräch. So, die U19 gewinnt jetzt nochmal. Und dann kann ich auch mal wieder gewinnen. Jawohl, gewonnen. Aha. Sie müssen sich ein bisschen erholen. Jetzt habe ich es gerafft. Ach, doch nicht mehr so gut. Ganz fit. Hä? Amini. Ach, Klimmen spielt doch. Das doof. Der hat ja so gespielt. Ist doch nur so scheiße gedecken. Gibt's dafür gelb?
Klasse Parade von Müllreiche. Bei der Quader hilft zu wissen. Gut. Gleich mal gucken. Ja. Könnte eine Möglichkeit sein. Aber hoch kommen sie auf alle Fälle nicht. Aber halt der Preis. Der Preis ist heiß. Werder noch 7 Mille wert ist. Schöner Ball. Ach, Kilmen, das war unnötig. Der gibt bestimmt Tor. Oder Ecke. Okay, gut. War Außennetz oder der Torhüter, der dran war. Ich verstehe diese scheiß Tunneldecken. Aber den Darmstadt 1-1. Für den Tipp mit Eggestein. Muss mich dann sowieso bei den Absteigern kundtun. Und bei den nicht aufgestiegenen ehemaligen Erstligamannschaften. Wie können beide durchlaufen? Abseits. Das sieht man doch. Boah, kilometerweit im Abseits. Oh. Tor. Mann, wieso zu Hause? Und wieder der Bertrand Traoré. Wie im Hinspiel.
Ach, defensiv, natürlich. Ich muss aber erstmal aufsteigen. Das ist noch mein Problem. Gerade. Dafür hätte ich hier gewinnen müssen. Boah! Du musst doch nur ein Spiel gewinnen, ey. War die Kiste auch gesperrt. Wenigstens noch ein Tor schießen. Mhm. Ausgekontert. Mhm. Geh da hin. Scheiß auf die rote Karte. Oh-oh. Also sind alle froh über das Länderspiel. Schieß. Oh Mann! Wieso ist der Ulrich dort auf immer so gut? Boah, das leckt. Spielt zu offensiv. Ja, gut. Eggestein. Wütend ist gut. Frustriert ist nicht gut. Wütend ist gut. Das passiert nicht mehr. Zweite Liga-Niederlage in der Saison. Traurig, aber wahr. Passieren wieder Gegentreffer. Ist das Spielende? Komm. Ach, Aue verliert auch. Nur noch 13 Punkte Abstand bei 5 verbleibenden Spielen. Johnson, Stadion entdeckt. Ja. Brustlos zu die. Oh, endlich. Länderspielpause. Nee. Krzumski. Alter, was hat der für ein fucking Potenzial? Felipe Perez. Jo. Ich mache hier mehr Einnahmen durch Strafen gerade als sonst was. Wir werden noch zu Ende der unfairsten Mannschaften. So viel Sperren hat man letzte Saison nie. Ah, siehst du, kann ich mal wieder anfragen. Hm. Hat aber sowieso kein Geld. Ja, thank you. Oh, da habe ich kein Geld mehr. Oder ich habe da wieder Geld. Mal gucken.
TV-Testspiel, ja, weil 16.000 nochmal an Fernseher waren. Durchziehen bis zum Dortmund-Spiel. Die Kooperation mit Dortmund ist ja im Sommer zu Ende. Ich muss jetzt dieses scheiß Spiel machen. Dann habe ich Montagsspiel. Union gewinnt auch. Interessant. Ach, hier ist quasi noch DFB-Pokal oder was? Oder ist hier DFB-Pokal? Ei. Ei. In spätestens einer Stunde ist Schluss.
Ah, das werde ich auch nie erleben, dass die irgendwie zum DFB eingeladen werden, weil der verbuggt ist. Oh, Speicherzeit. Oder wenn wir nach Dortmund zig machen. Was denkst du, Toni? Du bist ein Aufstiegsfan. Habe ich so die Erwartung. Ist ja nur noch ein Sieg, der fehlt. Fuck off. Paragini, dich brauchen wir. Ja, siehst du, stimmt. Was ist das denn? Dieterle! Tommy Dieterle! Gott, der ist schon viel wert. Kann das sein? Ausverkauftes Haus, schön. Ich brauche einfach Geld. Ich brauche 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 Geld. Geld, 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 Geld. Geld. Ich brauche Geld. Jetzt gibt er mir nicht mehr. Ich hätte vorher schon so ein bisschen Bauchmitteln müssen, den Herrn Scholz.
Holger Scholze. Hat jemand ein Tor geschossen? Nein. Hast du eine Vorlage gegeben? Nein. Du? Nö. Der hat einen entscheidenden Pass gegeben. Kian Höver, ne, genau. So, Startseite. Hier steht noch 1 Million plus die Saison. Bodissabautzen. Mein Gott, diese Ladezeiten. Chat wie die. Gucken wir mal. Ich habe wirklich Montag gespielt. Hä? Warte mal, ich habe geführt sogar. Wer ist Relu? Er hat die Tore geschossen, Brand und. Ist der eine gesund, verletzt sich der andere. Wer hätte das gedacht? Oder ist jetzt 2 Wochen Pause? Es gibt's doch nicht. Ich hab da keine. Es ist doch keine Erholung vorm. 2 Wochen Pause? Warte mal. Ja, am Ende der Saison holen wir uns ganz schön viele Verletzungen sogar. Die Engländer haben keine guten Torhüter. Oh, der ist nicht schlecht. Wer ist Remo Arnold? Kein Dunst. Ach, fuck, ich wollte. Viele Verletzungen sogar. Elfmeter, Terry Ambrose hat 3 verwandelt. Naja, alles gut. Terminplan. Dortmund und dann 2 Wochen später erst. Den Testspiel arrangieren. Hier eigentlich. Muss ich nicht. Pokal. Hilfe Pokal. Krass, 2 Wochen Pause. Müssen ja ganz schön viele Länderspiele nachgeholt werden.
Und das Geld ist nicht hier drauf gegangen. Vom Dortmund-Spiel. Kurios. Ich würde sie gern verpflichten. So. Minges Problem. Noch eine Simulationswoche. Ballack. Ich habe eh einen Rechtsverteidiger, der ist Ballack. Ja. Ich weiß nicht, ich habe 2 Wochen Länderspielpause eingetragen. Und dann spiele ich gleich gegen Fürth. Fedde, der Junge, das ist der Bruder Ludwig von Frankie. Ich hätte gern das Spiel, aber da geht's ja schon um alles. Und wieder Speicher. Stand.
So, komm. Bis zum nächsten Spiel haben wir keine Speicherpause mehr. Hoffentlich. Nee, doch, haben wir noch eine. Gott. Gelb-Rot. Beim Debüt geglänzt und Gelb-Rot bekommen. Okay. That escalated quickly. €19 Millionen ist der Wert. Alter Freiburg, was habt denn ihr für einen geilen Spieler geschossen? Ja, das sind die letzten Spiele. Ne, 3 Spiele sind das ja wohl klar. Mann, diese Wartezeiten. Echt. Oh, Finanzupdate. Nur 1 Million minus gemacht. Gleich sofort gucke ich. Hat sich nichts geändert, ist alles nur knapper geworden. Hier ist es auch sicher. Der Tabelle erste zumindest. Moin Fums. Ui, ja. Zur Disposition steht das Angebot. Und nochmal verschieben. Hoffentlich macht er es nochmal. Meine Fresse, nur weil ich kein Geld habe. Scheiß Beratergebühr.
Ich hoffe doch. Bis dahin müssten ja der Großteil wieder gesund sein. Los, der Weg bis dahin. Der ist schwer. Wenn ich gegen Fürth gewinne, dann ist das sowieso durch. Ach, guck mal. Es gab für mich keinen anderen Tabellenplatz als den ersten in dieser Saison. Und das ist das Verrückte dran. Ja, erschreckend. Ja, also, ja, natürlich. Danke, dass du so optimistisch bist. Meinst du bloß, weil ich keine Spieler dann mehr hab? Und dann schon wieder eine Woche frei? Ach ja, weil ich Montag spiele hab. Noch 5 Tage. Meine ganzen Talente kommen dann zurück, also 3 Stück. Ich hab doch hierhin hinzugefügt. Ach doch, ja.
Next year is ours. Noch 2 Tage. Ah, diese Ladebildschirme. Welche Taktik muss ich jetzt anwenden? Defensiv oder offensiv? Hütter übernimmt. Ah, die Hütter übernimmt den ersten FC St. Pauli. Follow me down. There's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. Ausverkauftes Haus. Auswärts. Come on! Wir sind in der Form stark aktuell, meine Frisse. Kein Kommentar, gerade kein Bock.
wird für Aue gespielt an diesem Spieltag. Schon mal am Freitag. So, letztes Spiel in diesem Stream. Get your stream. Puh. Come on. Wir müssen uns nur 0-0 ermauern. Das ist das Ziel. No, no Parigini, no party. Ja, spielt lieber hinten rum. Schön, gute Backing-Quote. Oh, Jeremiev! Mach das Ding doch einfach rein! Hm. Oh, Mann, Burchard! Lass das Ding doch einfach rein! Spiel zurück, spiel wieder dorthin. Jawohl, Dreiecke aufbauen, Dreiecke aufbauen. Na, okay, das Dreieck im Torwart. Schieß, schieß! Langes Eck, Junge! Das ist... Oh!
Powerplay Dynamo. Oh Mann! Gut gehalten von Burchard. Alter, kannst du den einfach in den Ding reinlassen, irgendwie durchrutschen lassen. Bitte. Jeremiev! Mann! Ein Tor würde so viel Sicherheit geben. Schön, aber auf Chiemetzki. Oh, Burchard! Ich weiß, dass ein Unentschieden reicht. Oh, nix. Komm, hau das Ding drauf. Abseits, ne? Wir sind überlegen, aber machen nichts draus. Meine Fresse. Naja, ist er halt gesperrt. Come on. Ambrose! Oh. Donio! No! Oh. Mann, geht da drauf, einer. Gott, schön. Alter, was ist das? Verspielt das Ding noch.
Borussia Dortmund als Kooperationspartner. Sagt alles. Was macht er dort, ey? Mann, ey. Nein, ich will aufsteigen, Leute. Ich werde gegen Sandhaufen aufsteigen. Meine Fresse. So eine scheiß Phase am Ende der Saison, ja, musste irgendwann kommen, aber so knapp davor. Es ist echt, als ob du 1000 Kilometer mit dem Diesel fahren willst und dann 2 Kilometer vom Ziel ist dein Tank bis auf den letzten Tropfen fast leer. Mann. Ey, das kannst du nicht glauben, ey. Hertha macht's ganz locker. 6-0. Union hat aufgegeben. Ja, moin. Schnauze. Das Spiel oder keins mehr. Ich hätte mir einen Punkt gereicht. Jetzt muss ich gewinnen. Das ist das Problem. Das ist doch schon seit dem Spiel gegen die Hertha. Ne, gegen seit Bremen. Seit Bremen.
Oh Mann, ey. Das ist wieder eine englische Woche. Mit Parrigini kommt die Hoffnung zurück, sage ich nur so. Irgendwie Ablenkung brauche ich jetzt. Aha. Ey, da könnte mich gut. Mann, da könnte mich gut leiden. Ja, natürlich. Punkterekord kann ich mir in die Haare schmieren. Vertrag gibt's erst in der neuen Saison, weil nichts Geld da ist und ich Aufstieg haben will.
Come on. Komm, noch 3 Tage. Aguero! Aguero! Sergeant. Letztes oder vorletztes Spiel. Alter. Go for it. Wiesbaden, komm, bitte, macht's noch einmal, macht's noch einmal. Ich kann nicht hingucken, spielt doch einfach unentschieden. Yes! Aufgestiegen! Vom Sofa aus aufgestiegen! Ja! Was? 4,5 Millionen los. Nicht über Ausschläge nachgedacht haben. Chaka, chakalaka, lakala. Guck mal,
Ich habe jetzt schon ein Gehaltsbudget. Okay. Wow. Ganz befreit aufspielen. Chaka. Warte mal, wetten, der will Vertrag? Ach, guck mal. Guck mal, wer da auf einmal angekrochen kommt. Wichser. Ja! Booyah! Cool. 35.500 habe ich. Die Prämie habe ich dem schön reingeschrieben. Und mir auch. Oh, ist doch entspannt so, als Aufsteiger schon festzustehen und nichts mehr machen zu müssen. Jeder Torhüter hat ein Spiel zu null. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Der ist, glaube ich, wenn das der von sich aus reinschreibt, ist das halt geil. 10 Nachrichten. Glückwunsch zum Aufstieg, Glückwunsch zum Aufstieg. Nein. Bist du den Verteidiger haben? Bist du den Verteidiger haben? Dragomir. Mir egal. Mir ist das alles egal.
Noch ne. Komm, Aue. Ihr packt das. Jetzt ist Mané da. Ich... Warte mal, wir haben ja doch... Fuck. Ah, ich hab da so einen Spieler im Mittelfeld spielen. Hört auf den Namen Janis und Nachname Burnic. Ich probier's nochmal. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Soll ich's nochmal probieren? Mit Burnic. Jetzt habe ich Geld. Nicht wenig. Ja, also der ist Teil von meinem Team. Timon will den Reiter. Ne, brauche ich alles nicht. Ach guck mal, der ist auch nicht mehr weiter. Dann verkaufe ich Hauptmann lieber. Warte mal. Das. So. Scouting darf aufgestockt werden. So. Ich probier's einfach mal. Versuchen günstiger zu bekommen, weil er noch ein Jahr Restvertragslaufzeit hat. Ja.
Krass! Letztes Spiel, dann Streamende. Oh. Sind 1000 Angstgegner. Extreme Angstgegner. Mai ist gesperrt. Ja. Hab's geschafft, den Aufstieg. Oh. Kein Bock. Die Bäden haben schon auf die Knochen bekommen. Oh, Pfosten. Alter, schönes Ding. Kann man machen. Dahin nicht. Es läuft auf den zweiten Platz hinaus. Stürmer.
pflückt das Ding. Jawohl! Wenigstens halbwegs versöhnlich hier verabschieden. Schöner Schuss auch. Langsam. Unentschieden. Lucky Punch? Nee. Oder? Pfeif ab. Ah, gut. Es ging noch für ein Tor. Aber wir sind aufgestiegen. Fünf Punkte Vorsprung, alles in Ordnung. Naja. Gut, hat sich verbessert. Jawohl, Potenzial. Alter. Jawohl. Nice. Der hat sich verschlechtert, aber alle anderen haben sich verbessert. Perfekt. Besser als Parigini. Gut.
erstmal geschafft habe hier. Janis Horn. Extrem interessiert, woran liegt das? Carlos Fernandes. Chiriak. Küsste nicht. Gut. Abgeschlossen. Ich habe mein Saisonziel von 2022 erreicht. Glücklich und erschöpft. So, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Mal schauen, wann ich das nächste Mal streame. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, schönen Sonntag. Genießt das Wetter. Tschüssikowski. Ciao.